Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich mir in den letzten Tagen Gedanken gemacht, was ich denn für euch mal wieder drehen könnte. Und habe mir zwei Videoideen ausgedacht, die es auf meinem Kanal mit Sicherheit schon mal gegeben hat. Aber das ist jetzt schon so unfassbar lange her. Und Abonnenten, die mich vielleicht jetzt erst in kürzester Zeit abonniert haben, werden sich mit Sicherheit nicht die Bücher oder Videos aus den Jahren 2016 und 17 anschauen. Dementsprechend habe ich gedacht, ich greife ein paar von meinen alten Videoideen nochmal auf und präsentiere euch heute in diesem Video Bücher, die mich und mein Leben oder auch meinen Lesegeschmack verändert haben, mich geprägt haben. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und natürlich vorneweg, schreibt mir gerne in die Kommentare, was Bücher sind, die euch und euer Leben geprägt haben. Das würde mich natürlich auch sehr interessieren. Und bevor ich jetzt noch viel zu lange rede, los geht's mit dem Video. Ja, ihr Lieben, mit Büchern, die mich geprägt haben und die mich und meinen Lesegeschmack verändert haben, meine ich Bücher. Wenn ich an mein, ja, Leseleben zurückdenke, die mir sofort in den Kopf geschossen kommen. Das sind keine Bücher, die ich jetzt als Highlights bezeichnet habe, weil ansonsten könnte ich euch hier zwei komplette Bücherregale zeigen, die ihr euch aber locker auch in meinen Bookshelf-Touren, die ich euch in der Infobox verlinke, noch ansehen könnt. Denn ich habe zwei Lieblingsbuchregale. Das sind einfach die Bücher, die ich so gefeiert habe im Laufe meines Leselebens quasi. Und die ich einfach so toll fand. Es gibt aber Bücher, wenn man halt wirklich zurückdenkt an die Leseanfänge, an die Lesejugend, an die Lesekindheit, wo man sagt, oh mein Gott, das sind die Bücher, die ich jetzt hier zeigen muss. Und genau diese Bücher, die einem da in den Kopf kommen, die zeige ich euch heute. Es sind ein paar und es wird ein ganz, ganz tolles Video, weil es um ganz, ganz tolle Bücher geht. Deswegen bleibt dran und ja, ich zeige sie euch jetzt einfach mal und beginne jetzt tatsächlich mit dem Video. Ja, ihr Lieben, es sind 12 Bücher, deswegen möchte ich euch auch nicht länger auf die Folter spannen, weil sonst wird das Video wieder zu lang. Und deswegen beginnen wir jetzt komplett durchmixt, ne? Ich habe das nicht irgendwie nach Jahre aufgeteilt, wann ich die Bücher gelesen habe. Ich habe es wirklich einfach komplett vermixt hier neben mich ins Regal gestellt und greife wahllos zu und zeige euch jetzt das erste Buch. Und zwar ist das das erste und einzige New Adult Buch, was auf diesem Stapel gelandet ist. Und dieses habe ich erst kürzlich gelesen und es hat mich so überrascht, dass ich dieses Buch so gefeiert habe, dass es eines der ersten war, das mir in den Sinn gekommen ist, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, welche Bücher ich euch in diesem Video zeigen könnte. Und zwar ist das Someone to Stay von Laura Kneidel. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, okay, es ist erstens mal nur Adult. Wie kann das denn ein Buch sein, das dir jetzt noch so krass im Gedächtnis geblieben ist? Zweitens ist es doch so eine 0815 Love Story. Wieso? Ne? Und dann auch noch das als erstes Buch zu zeigen. Ich möchte euch jetzt auch nicht abschrecken. Ich habe ganz, ganz viele ganz, ganz tolle Bücher dabei. Und ich finde, Laura Kneidel ist ein perfektes Beispiel dafür, was mir an Büchern wichtig ist. Sie hat einen unfassbar tollen Schreibstil. Sie schreibt sehr umfangreich, was viele vielleicht stören könnte. Ich finde es aber so detailversessen und so komplex, was man gerade bei New Adult-Geschichten nicht so häufig findet. Ich bin begeistert. Ich liebe ihre New Adult-Geschichten. Ich habe zwar mit dem zweiten Teil dieser Reihe, das ist ja der dritte Teil der Reihe, falls ihr es nicht wisst, mit dem zweiten Teil hatte ich so meine Problemchen. Den fand ich überdramatisch. Das ist etwas, was ich an New Adult absolut und überhaupt nicht leiden kann. Das muss in einem Rahmen sein, den ich verstehe, den ich nachvollziehen kann, den ich logisch nachvollziehen kann. Und dann ist es für mich absolut okay, aber diese Überdramatik, die manche Autoren da reinbringen und die sie leider im zweiten Teil meiner Ansicht nach auch reingebracht hat, sind nicht so mein Fall. Allerdings hat sie mit Teil 1 und Teil 3 bei mir den Vogel abgeschossen. Und vor allem mit dem dritten Teil, der unerwarteterweise für mich eines meiner absoluten Highlights lebenslang geworden ist, weil ich tatsächlich ein bisschen Schiss hatte, das Buch zu lesen. Weil ich einfach die Protagonistin, um die es hier geht, in den ersten beiden Bänden zwar schon kennenlernen durfte, aber irgendwie hätte ich gar nicht gedacht, dass mich ihre Lebensgeschichte so interessiert. Und im Endeffekt fand ich es so schön, weil das hier keine 0815 Liebesgeschichte ist. Die Liebesgeschichte nimmt einen Raum in diesem Buch ein, aber es geht nicht hauptsächlich um sie. Es geht hier um Eliza und Eliza ist eine junge Frau, die unfassbar viel in ihrem Leben schon erreicht hat. Sie schreibt gerade an ihrem ersten Kochbuch, sie hat einen unfassbar erfolgreichen Instagram-Account. Sie geht aber nebenher noch studieren und zwar, glaube ich, ein sehr, sehr krasses Fach, nämlich Jura.
Und hat dementsprechend mehrere Vollzeitjobs und ist komplett mit ihrem Leben überfordert. Nach außen hin wirkt sie eigentlich als die top organisierte Persönlichkeit. Innerlich ist sie aber komplett am Boden, weil sie nicht weiß, wie sie das noch alles unter einen Hut bringen soll. Und dementsprechend geht es hier um eine junge Frau, die einfach ihren Lebensweg finden muss, die einfach herausfinden muss, was will ich eigentlich und was ist mir überhaupt wichtig in meinem Leben. Und dann stolpert da natürlich noch ein junger Mann mit herein, der seine eigenen Probleme und Schwierigkeiten hat. Und die sie jetzt ja auch in irgendeiner Form angehen. Und das ist alles nicht so einfach. Und wie sie das unter einen Hut bringt und wie sie das für sich löst, kann man in diesem Buch lesen. Und es ist unfassbar schön. Es ist an sich eigentlich die Geschichte einer jungen Frau, die lernt, was für sie wichtig ist und wie sie das alles schafft, in ihrem Leben unterzubringen und damit auch glücklich zu sein und nicht überfordert. Und ich fand das so toll, weil Laura Kneidel da bei mir den Punkt getroffen hat. Es ist dieses, ja, man kann die große Liebe in seinem Leben finden, aber das ist nicht der ausschlaggebende Punkt, um sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Wir sind nicht von Männern abhängig. Wir können es auch alleine schaffen. Und Eliza ist das perfekte Beispiel dafür, wie das gelingen kann. Und dann eben nebenher trotzdem den perfektesten Mann zu finden und ihm bei seinem Problem zu helfen. Und ich fand das so, so toll. Es war einfach so eine fantastische Geschichte, die einfach auch in mir nachgehallt ist, weil man darüber tatsächlich sehr, sehr lange nachdenkt. Und mir hat ja der erste Teil der Reihe auch sehr, sehr gut gefallen. Der war für mich auch ein Jahreshighlight. Halt aber jetzt momentan nicht so stark nach wie der hier, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich den hier erst gelesen habe. Aber für mich ist das der beste Teil der Reihe. Und ich war einfach begeistert. Ich finde Laura Kneidel ganz, ganz toll. Sie schreibt wunderbar. Sie macht nur Adult-Geschichten, die auch einen Wert haben, die ein Niveau haben, das viele andere in diesem Genre nicht haben. Und das feiere ich so an ihr und deswegen gehört sie für mich mit in dieses Video. Dann kommen wir zu einer Autorin, die ich auch unbedingt in diesem Video nennen wollte. Und zwar ist das Ava Reed, die zwar bei mir bisher, was ihre Bücher angeht, erst ein absolutes Highlight geschrieben hat, nämlich Die Stille meiner Worte. Aber sie konnte mich trotz allem emotional mit fast allen ihren Büchern abholen. Und dieses Buch hier ist eben für mich besonders rausgestochen. Es geht nämlich auch hier um eine Coming-of-Age-Geschichte, die ganz, ganz zart verbunden ist mit einer Liebesgeschichte. Und ich finde es einfach so toll, wenn wir Jugendbücher haben, die nicht zu 100% Liebesgeschichte sind. Weil Jugendliche, die Probleme haben, und um die geht es ja meistens in Coming-of-Age-Geschichten, müssen es schaffen, sich selbst aus dieser Situation zu befreien, um einfach ein Stück weit zu wachsen, größer zu werden und um sich selbst lieben zu können. Und ich finde halt einfach die Botschaft, dass das dann immer der Junge bringt, quasi, dass immer er das Glück in das Leben des Mädchens bringt, das ist immer so ein bisschen so. Okay, ne? Aber hier geht es auch um ein Mädchen und sie muss es alleine schaffen. Sie hat zwar diesen Jungen an ihrer Seite, in den sie sich nach und nach verliebt und ich finde die Liebesgeschichte unfassbar authentisch gemacht, aber sie muss es selbst hinkriegen. Sie muss selbst die Stärke finden, ihr Leben wieder auf die Reihe zu bringen und über ihre Vergangenheit ein bisschen hinwegzukommen. Und das ist super schwierig, weil sie so, so viel durchgemacht hat, aber sie ist eine unheimlich starke Protagonistin und ich habe diese Geschichte mit wirklichem Enthusiasmus gelesen, weil es einfach so emotional ist und weil es einfach einen mitnimmt. Und ich finde einfach, dass starke Protagonistinnen oder eben auch Protagonisten, es geht ja nicht nur darum, dass es Frauen sind, es gibt ja auch Männer, ne? Also, ne? aber ich finde es einfach schön, wenn wir ein Mädchen haben, das halt auch wirklich stark ist. Und die Stärke findet, das selbst hinzukriegen und das auch selbst schaffen will aus eigenen Stücken. Natürlich ist das am Anfang nicht so, aber es geht ja auch um einen Prozess, der hier gezeigt wird und der absolut authentisch und realistisch ist. Und ich feiere das. Und dann eben diese süße, süße Liebesgeschichte, die hier mit einspielt, die habe ich auch so gefeiert, weil sie so zart ist. Wirklich, Leute, die ist so zart hier mit reingeflochten worden. Ich fand es toll. Also absolutes Highlight von mir, auch ein absolut prägendes Buch, weil ich immer, wenn ich an Ava Reed denke, an dieses Buch denken muss. Und sie hat noch so einige Bücher geschrieben, die alle nicht so krass in mir nachgehalten sind wie dieses Buch hier. Und ich hoffe, dass sie vielleicht eines Tages noch ein Buch schreibt, das mich so krass mitnehmen kann. Aber bisher hat sie es nur mit dem hier geschafft und an den muss ich aber wirklich auch ganz, ganz oft noch denken. Und er hat mich tatsächlich auch wirklich, wirklich mitgenommen, weil man sich ja danach auch denkt, wow, es gibt so, so viele Menschen, die emotional an einem krassen Tiefpunkt sind. Und wenn die dann die Stärke finden, da wieder rauszukommen, ich finde das einfach fantastisch. Und das in Büchern wiederzufinden und auch zu merken, dass da eine Veränderung stattfindet, das ist einfach so, so toll. Und dass viele das auch aus eigenen Stücken schaffen müssen, ist einfach der Punkt, den ich halt wichtig finde. Und ja, loved it. Also Ava Reed und Laura Kneidel sind tolle Autoren, die eine im Genre
Nur Adult. Ich habe ja von Laura Kneidel tatsächlich noch nichts im Fantasy-Bereich gelesen, habe aber einiges hier, bin gespannt, wie sie das so meistert. Und Ava Reed eben in dem Bereich Coming of Age und ja, das finde ich ganz, ganz toll. Ja, ihr Lieben, ich habe zwar noch mehr aus dem Bereich Coming of Age, aber ich denke, es wird mal Zeit für ein bisschen Abwechslung. Deswegen zeige ich euch jetzt ein Buch aus dem Fantasy-Bereich. Und zwar ist es auch eines der neueren Bücher, die ich erst in der letzten Zeit gelesen habe. Und zwar ist es Strange the Dreamer von Lainey Taylor. Und das war ein Zeitpunkt, wo ich irgendwie, Leute, man ist ja in so einem Trott drin. Und man liest Bücher und viele stechen zwar heraus durch die Handlung und weil es irgendwie cool gemacht ist, aber kein Buch, falsch ausgedrückt, die meisten Bücher haben einen mittelmäßig bis normalen Schreibstil. Das ist gar nichts Schlimmes, aber ich finde es einfach immer schön und das markiert irgendwie auch immer so einen gewissen Punkt, wenn ich dann ein Buch lese, das einen fantastischen Schreibstil hat, bei dem man einfach merkt, dass da was dahinter steckt, dass jemand das wirklich kann, dass das nicht 0815 normal und gut ist, sondern es hat was Besonderes. Und man merkt das, wenn man den ersten Satz liest. Und genauso war es bei Strange the Dreamer. In diesem Buch geht es um einen jungen Mann, der bei Mönchen, glaube ich, aufgewachsen ist. Ach du Gott, Leute, das ist echt so ein Thema mit Inhaltsangaben bei mir. Auf jeden Fall geht es darum, dass er unbedingt herausfinden möchte, was es mit der Stadt Weep auf sich hat. Denn der Name dieser Stadt, der eigentliche Name dieser Stadt, wurde komplett aus dem Gedächtnis der Menschen und aus den Büchern einfach rausgelöscht. Und er weiß genau, dass da mehr dahinter steckt und verzettelt sich da immer mehr in Geschichten und Mythen um diese Stadt. Und als dann tatsächlich Krieger aus dieser mysteriösen Stadt in seinen Ort kommen, setzt er alles daran mitzugehen. Und er ist halt ein Antiquar, also er ist gelehrt, er kennt sich mit Büchern aus, er kennt sich mit der Stadt aus. Und dementsprechend ist er natürlich jemand, der da hoffentlich vielleicht weiterhelfen kann, weil die nämlich ein Riesenproblem in der Stadt haben. Was das ist, wieso, weshalb, warum er dorthin geht, solltet ihr unbedingt selbst lesen. Es ist, Leute, also dieses Buch ist einfach so, so, so toll gemacht und ist so unfassbar schön geschrieben und hat mich mitgerissen von vorne bis hinten. Ich finde, Laszlo, der Protagonist, um den es hier geht, ist auch einfach eine ganz, ganz tolle Person, weil er, obwohl er nie irgendwie der hübscheste, bestaussehendste Junge war oder obwohl er nie irgendwie mega rausgestochen ist, er sieht plötzlich seine Chance, auch etwas Großes zu leisten und an etwas Großem teilzunehmen. Und deswegen setzt er dann im Endeffekt alles daran mitzugehen, obwohl keiner auch nur dran denken würde, einen schmächtigen Antiquar mitzunehmen. Trotzdem schafft er es, diese Krieger davon zu überzeugen, dass er der Richtige ist, ihn mitzunehmen. Und ich finde das so, so schön, einfach auch hier von einer Stärke zu lesen, von einem jungen Mann, der eigentlich nie wirklich was Gutes erfahren hat, der einfach so vor sich hingelebt hat, sich und sein Leben und auch irgendwie nie richtige Freunde hatte, der dann aber plötzlich weiß, das möchte ich. Das ist mein Lebensziel, das war es schon immer und dafür kämpfe ich jetzt. Und Leute, ich fand das unfassbar schön. Eines der besten Bücher aus den letzten Jahren. Und ich habe ja den hier und den zweiten Teil gelesen. Im Deutschen sind es ja vier Bände und ich habe Teil 3 und Teil 4 immer noch auf dem Sub, was mir unfassbar leid tut. Ich bin einfach nicht weitergekommen, weil leider der zweite an einem Punkt endet, wo ich so ein bisschen Gossip Girl Vibes hatte. Das sind so, mit Gossip Girl Vibes meine ich, wenn man in einem Buch an einem Punkt ist, wo man die Situation scheiße findet, man weiß genau, dass diese Situation sich irgendwann ändern wird und man will, dass das sofort passiert. Man möchte diesen Punkt einfach so schnell es geht hinter sich haben. Und an genau so einem Punkt sind wir leider am Ende vom zweiten Teil angekommen. Deswegen konnte ich bisher mich noch nicht dazu überwinden, weiterzulesen, obwohl ich glaube, dass diese ganze Reihe für mich einfach der Hammer sein könnte. Ich fand den zweiten auch unfassbar toll, aber das Ende hat mich so. Wisst ihr, das liegt aber auch daran, wenn man die Figuren einer Geschichte so sehr liebt, wenn denen dann was Schlimmes passiert, dann ist man so in sich gefangen und will da einfach raus. Und an so einem Punkt sind wir einfach am Ende von Teil 2. Und da merkt man halt auch einfach, wie sehr mich das mitnimmt, wie sehr ich da mitfiebere und wie sehr ich in dieser Geschichte drin bin. Und das wird halt auch ein Stück weit getragen durch den Schreibstil. Denn man muss ja sagen, dass gerade hier im ersten Teil bis zur Hälfte des Buches gar nicht mal so viel passiert. Wir lernen ein bisschen über die Geschichte dieser Welt, über die Geschichte von Laszlo. Und das wird einfach alles getragen durch diesen unfassbar tollen Schreibstil, der einen immer weiterlesen machen möchte. Also man ist so, man will einfach mehr erfahren, man findet das so, so toll. Und wenn das in einem normalen Schreibstil geschrieben wäre, fände man es langweilig. Ich sag's euch, wie es ist.
Weil das ist keine Handlung, die am Anfang total spannend ist, ne? Das ist halt so ein bisschen mystisch, so ein bisschen sagenumwoben und das ist so toll. Also ich feiere das unfassbar. Und der Schreibstil trägt so, so viel dazu bei, dass dieses Buch für mich eins der absoluten Highlights schlechthin war, meines ganzen Lebens. Und was soll ich dazu sagen, Leute? Wenn ihr es noch nicht gelesen habt, tut es auf jeden Fall. Und ja, also mich hat es sehr, sehr mitgenommen, weil ich hatte seit langem nicht mehr so ein tolles Buch gelesen. Es ist halt auch wirklich so gut durchdacht. Wisst ihr, wie mich das anspornt, wenn ich merke, dass ein Autor sich Gedanken gemacht hat, wenn er nicht eine Geschichte genommen hat, die schon 10.000 andere geschrieben haben, sondern wenn er eine eigene Idee hat, wenn der was Neues rausbringt, wenn er einfach auch mit seinem Schreibstil glänzt und ich, Leute, das hat mich weggeblasen. Es hat mich wirklich weggeblasen, dieses Buch. Und ja, seht ihr, wie ich mich da reinsteige? Das sind einfach Bücher, bei denen ich einfach so viele Gefühle in mir trage, die mich so mitgenommen haben, die mich auch geprägt haben, weil man möchte danach noch mehr davon. Und viele, viele Bücher enttäuschen danach einfach nur. Das ist ja so prägend, wenn man gerade so ein Buch gelesen hat, dann ein anderes zu lesen, was zwar auch gut ist, wo man aber weiß, okay, ne, Schreibstil kommt niemals und Plot viel zu 0815, ne? Es gibt dann wenig, wenig Bücher, die einen so mitreißen können, weil man einfach weiß, wie es anders geht. Und wenn man dann zurückdenkt an seine Leseerfolge und Lesehighlights, dann kommen einem immer wieder genau diese Bücher in den Sinn. Und diese Bücher zeige ich euch hier. Es sind alles ganz, ganz tolle Bücher. Und ja, bevor ich hier rumschwafle, machen wir weiter mit dem nächsten. Und zwar gehen wir jetzt mal weiter. Weiter, 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 weiter zurück in die Vergangenheit, zu einem Buch, wo jetzt viele wahrscheinlich aufschreien werden, weil es zu diesen Büchern einen Aufschrei gegeben hat, dass hier Stalking und sonstige Dinge gut geheißen werden. Und das hat mich damals nicht gebockt, weil ich eine jugendliches Teen-Girl war. Und das war so eine der ersten Buchreihen, wo ich richtig drauf abgegangen bin. Wisst ihr, man hat ja so eine Phase, wo man von Kind zu Jugendlichen heranwächst, ne? Wo man plötzlich anfängt, sich für Jungs zu interessieren, plötzlich anfängt, das Gefühl zu haben, man möchte endlich auch mal den ersten Freund und den ersten Kuss haben. Und in dieser Phase war ich gerade, ne? Ich war zwar irgendwie noch ein Kind, aber ich habe irgendwie auch angefangen, schon ein bisschen mehr so Jugendbücher zu lesen. Okay, vielleicht, also ich war halt ein Teenie, ne? So zwischen, wie alt könnte ich denn da gewesen sein? 15? 15, 16, sowas um den Dreh, glaube ich. Und da hat meine Mutter mir Bis zum Morgengrauen gegeben. Ein Buch, wo ich dachte, oh Mama, das ist doch ein Erwachsenenbuch, weil ich meine, das Cover schreit jetzt nicht, ich bin ein Jugendbuch, ich bin ein Jugendbuch. Im Endeffekt ist es ja auch eine Buchreihe, die irgendwie für jedes Alter gedacht war. Jeder hat es damals gelesen, meine Mutter, meine Schwester, ich habe es dann auch gelesen. Und ich sage euch ganz ehrlich, als meine Mutter mir das zum ersten Mal hingelegt hat, habe ich eine Seite gelesen und habe es wieder weggelegt. Und dann, Leute, ich war halt so richtig in meinen Teen-Girl-Jahren, ja? Ihr müsst euch das vorstellen. Ich war so richtig noch zwar irgendwie ein Kind, habe teilweise noch mit Barbies gespielt und dann habe ich das Buch in die Hand gedrückt bekommen. Meine Mutter, du wirst es lieben, du wirst es lieben. Meine Schwester, lies es unbedingt, das wird so toll. Und dann habe ich es gelesen. An einem Rutsch. Und ihr müsst verstehen, wie sehr dieses Buch mich geprägt hat, Leute. Das war das erste Buch, wo ich quietschend und kreischend durchs Haus gerannt bin. Weil ich den Typ so toll fand, weil ich die Geschichte so gefeiert habe, weil ich da so drin war. Das hatte ich vorher nicht. Ich sag's euch, wie es ist. Ich hatte das vorher nicht. Dieses Gequietsche und Mitgefiebere und so heiß auf den Typ zu sein. Das war das allererste Mal. Deswegen hat mich dieses Buch so mitgenommen. Deswegen hat dieses Buch so einen prägenden Einschnitt in mein Leben gehabt, weil ich einfach danach jemand komplett anderes war. Ich habe eine komplett neue Leseerfahrung gemacht oder eine komplett neue Erfahrung gemacht, wie man überhaupt lesen und empfinden kann beim Lesen. Und ja, dann war ich irgendwie, als ich das Buch beendet hatte, am nächsten Tag bei zwei meiner besten Freundinnen und habe denen das Buch ins Herz gelegt. Und dann haben die das auch gelesen. Und Leute, damals war es so, die ersten drei waren draußen und es kam gerade der vierte. Und meine Freundinnen waren dann auch so heiß drauf, dass sie sich den vierten sogar auf Englisch gekauft hatten, damit die den sofort lesen können. Und dann hatten die den schon Wochen vor mir gelesen, bis der dann auf Deutsch rausgekommen ist. Ich hatte den dann auch vorbestellt. Und ich habe das Buch, den vierten Teil, am selben Tag, als er bei mir ankam, komplett durchgelesen. Ich meine, dieses Buch ist recht dick.
der vierte Teil der Reihe. Und ich hab den an einem Rutsch durchgelesen. Das Buch ist bei mir angekommen und noch an dem Tag saß ich oben in meinem Zimmer und kam nicht mehr raus, bevor ich das Buch beendet hatte. Und das war für mich eine unfassbar emotionale Zeit, weil das einfach so dieser Anstoß war von, oh mein Gott, ich kann so gegenüber einem Buch empfinden. Und oh mein Gott, ein Buch kann mich so emotional mitnehmen, dass ich da kreischend durchs Haus renne, so krass innerlich am Schreien bin wegen dem, was hier passiert. Und ich meine, Leute, in dem Alter hat man noch nicht drüber nachgedacht, dass es ein bisschen krankhaft ist, dass Edward Bella quasi stalkt. Da hat einem das Thema Stalking scheiß interessiert. Und auch heutzutage bin ich dementsprechend so, ja, man kann als Erwachsener aber auch überinterpretieren. Ich meine, ich habe zum Beispiel bis zur Mitternachtssonne den neuen Teil auch nicht unter dieser Kritik gelesen. Viele haben ja gesagt, oh mein Gott, dieses Buch ist so schlecht, weil man merkt einfach, wie krankhaft er ist, er will sie aufessen und dies und das. Aber Leute, diese Bücher, wenn man das so durchkritisiert und diese Punkte sich auch noch raussucht. Und ich meine, klar, als Erwachsener sieht man das vielleicht eher. Ich habe es als Jugendlicher gelesen, ich habe das nicht da reingelesen. Für mich war Edward der perfekteste Book-Boyfriend schlechthin. Ich war so verliebt in diesen Typen. Ich habe den gefeiert, ja. Das war mein Held. Und natürlich war ich dann im Nachhinein, jetzt als ich, ne, paar 20 Jahre alt bin, so ein bisschen pikiert, als ich dann plötzlich diese Kritik ge gehört habe. Ich kann die absolut nachvollziehen. Im Nachhinein sage ich auch, ja, ich sehe das auch, ne? Absolut. Aber das ist einfach für mich eine Buchreihe, die mich so verändert hat in meinem Leseverhalten, dass ich die bösen Seiten nicht sehen will. Ich sag's euch, wie es ist. Ich will das einfach nicht sehen, weil das hat mich, was mein Leseverhalten angeht, im Positiven verändert. Ich habe zum ersten Mal gemerkt, wie emotional ich überhaupt auf Bücher reagieren kann. Ich meine, als Kind liest man auch emotional, ja? Also ich werde euch bald ein Video hochladen zu meinen absoluten Lieblingskindheitsbüchern. Da reagiert man auch emotional und feiert das. Aber dieses Teen-Girl-Gequietsche und verliebt sein und so da drin sein, das so wegzusuchten, das hatte ich vorher nicht. Das war zum allerersten Mal bei der Bis zum Morgengrauen-Reihe und deswegen ist das eine Reihe, wo ich jetzt im Nachhinein niemals anfangen würde, das zu kritisieren, weil mir das damals so viel gebracht hat. Ich sehe die Kritik, ich kann sie akzeptieren, aber sie spielt für mich in dem Zusammenhang keine Rolle, weil mich dieses Buch nur zum Positiven verändert hat. Und ich habe danach auch kein schlechtes Bild darüber gehabt, dass ich jetzt plötzlich mit Jungs zusammen gewesen wäre, die komplett krankhaft gewesen sind. Also es hat mich nicht zum Schlechten verändert, nur zum Guten. Und deswegen ist das für mich eine Buchreihe, die in so ein Video einfach dazugehört, weil das einfach so eine prägende Erfahrung im Leben eines jungen Mädchens ist, dass ich das niemals vergessen werde. Und diese Buchreihe hat für mich so viel getan, im positiven Sinne, in meinem Verhalten des Lesens, dass ist unfassbar, ne? Und das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Wenn ich diese Reihe nochmal lesen würde, wäre das bestimmt nicht mehr so, weil ich jetzt ein ganz anderer Mensch bin. Ich bin jetzt einfach nicht mehr in dieser Phase, weil ich einfach jetzt weiß, dass sowas möglich ist. Ja, ich habe das ganz oft beim Lesen. Aber damals war das das erste Mal und das ist einfach unfassbar schön daran zurückzudenken, wie das damals war und wie ich dann auch mit meinen Freunden darüber gesprochen habe und wie wir auf dem Schulhof darüber geredet haben. Wir waren total drin und das ist einfach toll, Leute. Das ist einfach schön. Ja, und irgendwann, nachdem ich die Bis zum Morgengrauen Bücher gelesen hatte, kam dann wieder eine Buchreihe, die das geschafft hat, mich so empfinden zu lassen, wie die Bis zum Morgengrauen Reihe. Und ich weiß gar nicht, wann das danach war. Ich weiß nur, dass es danach war. Und da hatte ich das wieder. Ich habe gefangirlt. Es gab zu dem Zeitpunkt drei Bände. Heutzutage gibt es ein ganzes Universum und wahrscheinlich wisst ihr jetzt schon, was ich meine. Es handelt sich um City of Bones von Cassandra Clare. Als ich mit der Buchreihe angefangen habe, gab es de facto nur City of Bones, City of Ashes und City of Glass. Die ersten drei Teile der epischen Romanreihe von Cassandra Clare. Und ich hatte die alle drei gelesen und es war bei mir genauso wie bei Bis zum Morgengrauen. Jetzt kannte ich das natürlich schon, dass ich so viel mitfiebern kann. Aber es ist, glaube ich, einige Zeit ins Land gegangen nach Bis zum Morgengrauen und dieser Reihe. Ich habe mir die damals auch erstmal nur ausgeliehen von meinen Freundinnen, eben jenen Freundinnen, denen ich Bis zum Morgengrauen ins Herz gelegt hatte. Hatte mir nur ausgeliehen, gelesen, gefeiert. Und irgendwann kam dann der vierte,
Man wusste gar nicht erstmal, dass es überhaupt weitergehen würde, ne? Das war so okay. Und dann hatte ich die mir zum Geburtstag gewünscht. Und habe die dann alle nach und nach gelesen. Und Leute, man merkt ja an meinen Videos und an mir, dass sich das bis heute auf diesem Kanal durchgezogen hat. Ich liebe alle ihre Bücher. Ich lese bis zum heutigen Tag alle ihre Bücher. Bin hellauf begeistert von diesem epischen Universum, das die Autorin hier geschaffen hat, was begonnen hat mit drei unfassbar tollen, süchtig machenden Teilen. Bis heute würde ich auch sagen, dass mir die City of Bones Trilogie, also die ersten drei Bände, am besten gefallen haben von allem, 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 weil die eben auch dieses Teen Girl in mir hervorgerufen haben. Ich meine, alles das, was jetzt neu kommt, lese ich halt mit meinem Erwachsenen-Ich. Natürlich kann ich immer noch so fühlen und das tue ich auch. Es gibt so, so viele Momente bei den Midnight, ach, wie heißt denn? Bei den Lady Midnight Büchern, den Dark Artificies, da gab es so viele Momente, wo ich hier gesessen habe und habe mit den Knien und um mich gestrampelt und mein Freund mich angeguckt hat, so, was geht denn bei dir, ne? Und man muss ja auch dazu sagen, es hat sich viel verändert in meinem Leben, bei Bis zum Morgengrauen und bei City of Bones war ich noch nicht mit meinem Freund zusammen. Also seht ihr, es war, bevor ich 16 war. Ich bin nämlich Ende meines 16. Lebensjahres mit meinem Freund zusammengekommen. Das heißt, ich habe Bis zum Morgengrauen und auch die City of Bones Reihe vorher gelesen. Also war ich wahrscheinlich 14 oder 15. Recht früh, aber gut. Mit 14 oder 15 habe ich die dann beide gelesen gehabt. Und danach erst habe ich meinen Freund kennengelernt. Das heißt, man hat ja sich natürlich verändert, ne? In der Art und Weise, wie man überhaupt körperliche Nähe erfahren hat, ne? Denn in dem Alter hat man davon natürlich noch keine Ahnung. Es kommt da bei den Büchern natürlich auch schon vor. Und das sind dann so die ersten Empfindungen, die ersten Erfahrungen, die man damit gemacht hat. Und jetzt bin ich natürlich eine komplett andere, ne? Jetzt weiß ich viel mehr Dinge, habe viel mehr Dinge ausprobiert und lese das somit natürlich auch einfach anders und mit einem erwachsenen Blick auf die Welt. Und deswegen finde ich es an sich auch gut, dass auch die Autorin gewachsen ist. Also gerade die Dark Artificies-Reihe fühlen sich einfach sehr viel mehr nach erwachsenen Fantasy-Büchern an, als die City of Bones-Reihe noch zu Anfang, ne? Das sind für mich eher Jugendbücher. Aber sie schreibt immer mehr auf diesem Niveau, dass man sagt, das geht schon fast in die Richtung Erwachsenen-Fantasy. Und das finde ich so, so spannend, wie auch die Autorin mit ihren Lesern an dem Werk gewachsen ist. Und ich feiere das so. Und bis heute ist das auch einfach eine Reihe, die mich unfassbar geprägt hat und auch immer noch prägt, weil einfach jedes Jahr was Neues dazu rauskommt und ich bei allem so mitfiebere und einfach so, ja. Mir ist so daran gelegen, herauszufinden, was denn schlussendlich mit meinen Figuren passiert, eben auch mit den Figuren, die ich hier kennengelernt habe, die immer wieder auch eine Rolle spielen. Und ich kann das gar nicht fassen, was aus dieser Reihe geworden ist, Leute. Das ist einfach so, so toll. Ich finde das super. Ich gehe da so drin auf. Ich liebe das. Und ah, das ist einfach so schön, darüber nachzudenken, wie man damit damals angefangen hat und wie man da reingekommen ist und wie jung man damals auch noch war und wie einem das trotz allem heutzutage immer noch im Gedächtnis ist. Also, ach, Wahnsinn. Ja, ihr Lieben, ich habe jetzt überlegt, dass ich das Ganze in zwei Teile aufteile, weil ich doch, wie ich merke, sehr großen Redebedarf über diese Bücher habe. Deswegen beende ich dieses Video an dieser Stelle. Es sind zwar wirklich bisher noch nicht viele Bücher gewesen, aber ich gehe davon aus, dass ihr vielleicht ja auch Redebedarf habt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob es so Bücher gibt, die auch irgendwie so gewisse Punkte in eurem Leben geprägt haben und die bis heute auch nachhallen und wo ihr bis heute so denkt, ja, das war damals und das war damals. Schreibt mir das sehr, 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 sehr gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Freut euch auf Teil 2, er wird auf jeden Fall kommen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!